Yellow, so, Nummer 4, ja, Nummer 4 im Erfolgsfaktor Nummer 4 für Neukundenakquise per Telefon. Und das ist die richtigen Werkzeuge, die Wahl der richtigen Werkzeuge. Ja, man höre und staune, wie viel da heutzutage teilweise noch mit Dutzenden von Excel-Sheets gearbeitet wird oder mit irgendwelchen CRMs, die dem Zweck überhaupt nicht dienlich sind. Und hier sollte man einfach auch den Markt ein bisschen erstmal sondieren und sich ein bisschen schlau machen. Das kann wirklich jeder selbst. Also man muss da nicht auf irgendjemanden hören, der einem irgendwas verkaufen will. Ja, ich will jetzt auch niemandem irgendwas verkaufen. Ich gebe einfach nur einen völlig neutralen Tipp, ja, weil ich mit allem schon gearbeitet habe, also mit Excel, mit CRM, ohne CRM, mit verschiedenen Telemarketing-Tools, mit customierten, also nur sozusagen Telefon-Tools, ja, und so weiter. Und da gibt es einfach eine Myriade von Anbietern, ja, und deshalb muss man sich erstmal ein bisschen klar machen, was man überhaupt will und was man braucht, ja, ohne jetzt da, damit das gleichzeitig auch im Preis-Leistung noch im Verhältnis bleibt, ja, und das ist absolut machbar, ja. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen von CRM-Herstellern, die wirklich meiner Meinung nach sehr gut sein könnten, ja, aber es ist immer auf den individuellen Anforderungen basierend. Ja, und ich werde hier unten im Blogbeitrag 1, 2, 3, 4, 5 Links maximal setzen an Tools, die ich selber schon mal benutzt habe oder getestet habe, die wirklich super gut sind. Ja. Und es muss nicht unbedingt Salespost sein. Ja. Also, nur mal so viel dazu. Es ist eigentlich ganz banal, aber ebenso wichtig, denn besonders wenn man zum Beispiel, man sollte immer grundsätzlich ein bisschen vorausdenken, eine Kampagne planen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, das Ganze soll vielleicht mal größer werden, ja, ist es vielleicht nicht das Beste, wenn man mit Excel-Sheets anfängt, sondern man sollte sich einfach ein Tool suchen, das skalierbar ist. Ja. Skalierbarkeit ist das Allerwichtigste. Connectivity. Ja. Mit was arbeite ich sonst noch? Arbeite ich mit Clicktip? Ja. Online-Marketing-Tools. Kann ich die damit mit ranbinden? Ja, ganz easy. Wie ist die Schnittstelle? Ja, was kostet mich das? Also nochmal zusammenfassend, wenn es um die Tools geht, um die Werkzeuge, um die drei wichtigsten Punkte: Skalierbarkeit, Connectivity und Preis-Leistung. Ja, im Verhältnis zum Gesamtbudget, ja, würde ich mal so sagen. Ja, und damit wäre es für den Erfolgsfaktor Nummer 4. Ja, und der fünfte, Numero 5, ja, folgt zugleich. Bis gleich, dann tschüss.